Servus, liebe Thema. Weiter geht's in unserer Reihe Züchten mit Glück. Es hat ein wenig gedauert, aber das Projekt werden wir auf jeden Fall noch abschließen. Ich habe die Tems wieder vorbereitet. Und zwar haben wir hier die entsprechenden Elternteile. Hier haben wir jetzt den Part Leben. Hat auch schon eine Erbattacke. Hier drunter dann den Part Verteidigung. Ebenfalls mit einer Erbattacke. Und das Ganze haben wir natürlich auch mit dem Angriff. Der hat jetzt hier keine Erbattacke. Der hat auch keine Erbattacke. Also nicht überall habe ich Erbattacken zur Verfügung. Sollte nicht das Problem sein, wenn wir jetzt hier im rechten Bereich Glück haben. Ich werde jetzt einmal alle diese Tems verzüchten. Wir haben hier leider nicht mehr ganz so viel Fruchtbarkeit. Aber den kann man noch zweimal züchten. Mein Ziel ist es, dass die Kinder am Ende noch Minimum 2 Fruchtbarkeit haben, damit wir dann auch eine große Anzahl an Tems haben, die wir dann hoffentlich züchten können. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Aber im Normalfall, so wie bei dem, haben wir 5 Fruchtbarkeit noch zur Verfügung. Das heißt, wir können hier 3-mal züchten. Insgesamt sollten wir so 15 Eier Minimum haben. Mal schauen, wie viel es am Ende werden. Und dann werden wir uns mal anschauen, ob das Glück uns hold ist. Ziel ist es, Leben mit Angriff zu kombinieren und Leben mit Verteidigung. So, dass wir dann im letzten Step diese beiden Parts miteinander züchten können, um dann hoffentlich ein perfektes Temp zu erhalten, was dann auch entsprechend die Erbattacken hat. Mal schauen, wie es wird. Ich bin gespannt. Und wir sehen uns gleich wieder zum Ausbrüten. Es hat ein wenig gedauert, aber ich habe 18 weitere Eier vorbereitet von Grumble. Und wir werden gleich einmal reinschauen und prüfen, ob uns das Glück hold ist und wir die Möglichkeit haben, die letzten Bausteine für die Zucht zusammenzubekommen. Wir haben eigentlich überall nur den Geschwindigkeitswert garantiert übergeben. Hier haben wir jetzt nochmal ein Tem, was glücklicherweise noch zum Geschwindigkeits-EW-Wert auch noch den Angriff hatte. Deswegen haben wir jetzt hier auch eins dabei, wo beide Werte garantiert übergeben werden. Wir haben aber auch ein Tem dabei, weil mir die Zuchtkandidaten ausgegangen sind, wo quasi alle Werte random übergeben werden können. Wie ihr seht, hier im rechten Bereich haben wir auch die beiden Erbattacken vertreten. Und wir schauen einfach mal, ob der erste Schwung an Eiern bereits schon das ein oder andere Zuchtkomponententeil beiträgt oder nicht. Und dafür sehen wir uns wieder in ein paar Minuten. Alle Eier sind jetzt geschlüpft. Heißt, wir können mal reinschauen, was uns dort erwartet. Und Nummer 1. Wow. Perfekt. Allerdings sehen wir jetzt bei der Fruchtbarkeit, wir haben nur eine einzige Möglichkeit, dieses Tem weiter zu züchten, denn zwischendurch sind mir auch hier wieder die Zuchtpartner ausgegangen und um eine gerade Anzahl an Eier zu bekommen, musste ich nochmal das ein oder andere Tem weiter züchten. Aber perfekt, damit können wir anfangen. Das ist ein männlicher Part, heißt wir brauchen noch ein weibliches. Nummer 2. Schauen wir mal, was wir hier haben. Und hier haben wir leider eine Niete. Damit können wir nichts anfangen. Schade. Nummer 3. Mal sehen, was wir hier haben. Und wir haben hier leider auch wieder eine Niete. Dieses Tem hat noch 3 Fruchtbarkeit, aber leider nur einen einzigen Wert. Kommen wir also zu Nummer 4. Und hier haben wir nur einen einzigen Verteidigungswert. Schade. Fruchtbarkeit hätte auch noch ausgereicht, aber leider nicht wirklich zu gebrauchen.
dadurch, dass es jetzt nur der Verteidigungswert war, war es eins der Temps, wo alle Werte random waren. Aber damit kommen wir zur Nummer 5 und dem letzten für den ersten Durchgang. Und hier haben wir sehr viel Fruchtbarkeit, aber leider nur ein Ausdauer- und Geschwindigkeitswert. So viel zur ersten Runde. Ich lade einmal nach und wir sehen uns einmal gleich wieder. Weiter geht's mit der Runde 2. Schauen wir mal, ob das Glück wiederholt ist und wir vielleicht den Gegenpart bekommen. Und das erste Losglück sagt was? Na, leider eine Niete. Abgesehen vom Geschwindigkeitswert gar nichts übergeben. Ein Nummer 2 hat vielleicht ein wenig mehr Glück im Petto. Wow, super. Sogar mit 4 Fruchtbarkeit. Das ist auch sogar der Gegenpart, aber leider als Männlein. Schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal Glück haben. Hier haben wir 2 zusätzliche Werte, aber leider nicht komplett. Der nächste. Leider auch wieder nicht ganz so viel Glück gehabt. Und das müsste, glaube ich, sogar schon der letzte für diesen Turn gewesen sein. Schauen wir mal, was wir hier haben. Na, leider auch wieder kein Glück. Schade. Ich lade nach und dann geht's weiter mit Runde 3. Und die vorletzte Runde beginnt. Schauen wir einfach mal, ob wir eventuell wieder das Glück haben, einen Fünfer zu erhalten. Das wäre natürlich super. Der erste ist nicht ganz so glücklich, aber auf jeden Fall schon mal ein Dreier. Das gibt Hoffnung für die nächsten. Schauen wir uns mal den zweiten an. Und leider nur ein Zweier. Reicht leider nicht aus. Aber wir haben ja noch 3. Passt perfekt. Aber leider haben wir hier einen männlichen Part. Aber eventuell könnten wir den noch zur Seite legen für die Zucht. Schauen wir mal. Machen wir erstmal weiter. Aber den von eben werde ich auf jeden Fall zur Seite packen. Er wird nicht freigelassen, in der Hoffnung, dass jetzt was Passendes dabei ist. Hier haben wir den weiblichen Part. Ja, eventuell. Machen wir erstmal weiter mit dem letzten für diese Runde. Und hier haben wir leider kein Glück. Schade. Aber ein vielversprechender ist dabei. Den werden wir auf jeden Fall zur Seite packen. Ich lade nochmal nach für den letzten Durchgang. Jetzt beginnt der letzte Durchgang. Die letzten 3 Eier stehen zum Schlüpfen bereit. Schauen wir mal, ob wir ein wenig Glück haben. Wir haben 3 männliche Parts. Wir haben noch keinen weiblichen Part. Der fehlt jetzt noch, damit wir dann auch den letzten Schritt umsetzen können, um dann das perfekte... Herrlich. Perfekt. Genau das, was wir gebraucht haben. Ein weiblicher Part. Wir haben hier zwar den Angriff drinne, Verteidigung müssen wir noch haben, aber auch 2 Fruchtbarkeit, sehr schön. Schauen wir mal, vielleicht haben wir nochmal Glück. Hoffentlich.
was haben wir hier? Leider nichts. Und das letzte Ei, was wir zur Verfügung haben. Und hier haben wir einen weiblichen Part im Bereich Angriff. Lebenspunkte fehlt. An sich okay. Da müssen wir drei Werte übergeben. Hier haben wir die beiden männlichen Parts. Der weibliche Part hat unglücklicherweise nur eine Fruchtbarkeit. Aber er hat zwei Egg-Moves. Und wir müssen quasi nur darum beten, dass zwei Werte übergeben werden. Schauen wir einfach mal. Ich zeige euch gleich nochmal die Aufstellung und die Chancen für das, was wir bis jetzt erreicht haben. Und dann sehen wir uns noch einmal wieder im letzten Showdown. Und dann werden wir mal schauen, ob das alles funktioniert und geklappt hat oder nicht. Wie versprochen, jetzt einmal der letzte Part. Und zwar, das sind die Ergebnisse von unseren Züchtungen. 18 Eier an der Zahl. Und im Endeffekt sehen wir jetzt einmal, was wir erhalten haben. Zuallererst die Wahrscheinlichkeit, dass kein Wert, beziehungsweise der Standardwert, Minimum ein Wert, was ja übergeben wurde, ist genauso hoch wie 5 Werte. Interessant. Dominieren tut der zweite Bereich, also 2 EW-Werte. Da haben wir die meisten, 6 Stück an der Zahl. 3 EWs haben wir nur bei 4 vererbt bekommen. Und 4 EWs 2 ist quasi das schlechteste Ergebnis von dem, was wir hier sehen. Aber gerade dieses 5 EW-Werte, es freut mich natürlich definitiv, aber mit 3 hätte ich nicht gerechnet. Zum Glück haben wir die Möglichkeit zu züchten, das letzte Ergebnis zu züchten. Wir haben zwar nur eine einzige Chance, in dieser einzigen Chance müssen wir jedoch nur 2 Werte vergeben. Schauen wir mal, wie das Endergebnis ausschaut. Das ist jetzt quasi noch das große Finale dieses Experiments. Und dann werden wir uns auch nochmal die ganzen Ergebnisse anschauen. Und ich werde nochmal Revue passieren lassen, ob sich das Ganze gelohnt hat für das, was wir am Ende rausbekommen haben.